Hallo meine Schnieschna-Schnuckis und Diamond-Painting-Freunde. Es ist soweit, der 18. Tagebuchteil ist online. Ja! Schnick, schnack, schnick, schnack. Ihr habt ja schon wieder so lange drauf warten müssen und es tut mir wirklich leid. Aber dafür habe ich heute allerhand für euch vorbereitet, so dass sich dieses Video auf jeden Fall richtig lohnen wird und ich denke auch richtig schön lang wird. Ihr seht ja hier schon, dass ich den vierten Teil inzwischen schon fertig gemacht habe und den werde ich heute mit euch nochmal versiegeln. Genau, dann haben wir auch noch Fanpost am Start und ich habe noch eine kleine andere Sache, die ich euch gern zeigen möchte. Es gibt nämlich jetzt auch für meine Schnuckis Must-Have-Schnickschnack-Merch. Komische Beschreibung, ich weiß, aber wie, wo, was erkläre ich euch nachher nochmal ganz genau. Ja, dann fangen wir noch den fünften Teil an und starten quasi mit dem letzten, dem Final-Bild, boing, um dann alles nachher fertig zu haben. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil draußen der Nachbar hat schon wieder irgend so eine Kreissäge an. Hier ist immer ein Krach auf dem Dorf, ich sage es euch. So, genau das. Und da muss ich mir langsam mal Gedanken machen, wie ich welche Bilderrahmen ich dafür nehmen möchte. Ich habe ja gesehen, Picmondo hat auch welche im Angebot. Extra so ein Set, so fünfteilig. Allerdings mit einem schwarzen Rahmen. Und ich finde ja eigentlich einen weißen Rahmen viel schöner. Da muss ich noch mal ein bisschen schnückern, wo ich die in Weiß herkriege. Aber apropos Rahmen, ich bin euch ja noch das Pusteblumenbild an der Wand schuldig. Was habe ich denn heute für einen Satzbau? Also ich wollte eigentlich sagen, ich bin euch ja noch schuldig, das Pusteblumenbild zu zeigen, was ich an die Wand gehängt habe. Ist auch irgendwie, ach, ich weiß auch nicht, ich hab's heute irgendwie grammatikalisch nicht so drauf. Egal. Ich denke, ihr wisst, was ich meine und ihr werdet es nachher noch im Video sehen, was ich euch hier damit sagen wollte und so weiter. Also, jetzt starten wir erstmal mit dem Pusteblumenbild und ich zeige euch jetzt mal im Kinderzimmer, wie das da an der Wand hängt. So, das Zimmer ist wie immer nicht ganz aufgeräumt. Da liegt noch eine Socke und hier liegt auch noch so diverses Spielzeug, aber das geht schon. Ja, und zwar, da oben hängt das Pusteblumenbild. Ja, ich finde, es sieht wunderschön aus hier in diesem Zimmer, passt da auch sehr gut rein. Meine Kinder haben sich tierisch gefreut, als wir das angehangen haben. Mein Mann hat das ja gemacht. Das hat ja im letzten Video nicht geklappt, da wollte ich es euch ja gerne schon zeigen, aber mein Mann musste los und hatte deswegen leider keine Zeit mehr. Aber jetzt hängt es. Leider hängt es natürlich ziemlich hoch. Wundert euch da nicht, das ging natürlich nicht anders, weil ich wollte nicht, dass meine Mädels da auf die Bank steigen und an dem Bild ankommen. Ansonsten hätte ich das, glaube ich, lieber so auf dieser Höhe gehabt, so hier so. Aber aus Sicherheitsgründen haben wir das etwas höher gehangen und ja, ist jetzt aber auch nicht so verkehrt. Also kann man durchaus so auch durchgehen lassen. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig einmal so drauf kriege. Nee, es ist so im Gesamtbild leider nicht zeigbar, aber ihr seht es ja auch so. Also super schön geworden, auch mit dem weißen Rahmen. Deswegen finde ich auch eben weiße Rahmen schöner. Aber vielleicht sieht ja bei der Kirschblütenallee so ein schwarzer Rahmen auch ganz gut aus. Mal sehen, weil bei Picmondo sind die im Set relativ günstig. Ich glaube, ich würde für die einzelnen Rahmen woanders mehr Geld ausgeben. Deswegen, ich glaube, ich muss mich mit den schwarzen Rahmen zufrieden geben. Ja, genau, das war hier ein kleiner Einblick aus dem Kinderzimmer, beziehungsweise hier in diesem Raum, wo wir jetzt sind. Das ist quasi ein Spielzimmer und in dem zweiten Raum, da schlafen beide Mädels zusammen. Jedenfalls meistens. Manchmal hat die Große auch hier irgendwo eine Matratze sich hingelegt und eine Höhle gebaut und schläft da. Aber ja, wir haben halt eben zwei Kinderzimmer auseinandergezogen, haben gesagt, okay, wir machen ein Spielzeugzimmer und ein Schlafzimmer und funktioniert so semi-gut, aber egal, das ist ein ganz anderes Thema. So, dann mit Kaffee bewaffnet können wir uns jetzt hier mal an den Tisch wagen. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier irgendwo meinen Kaffee umkipp. Ich stelle ihn mal lieber ein bisschen weiter weg. So. Ja, und jetzt überlege ich gerade, womit wir starten. Also ich würde sagen, am sinnvollsten wäre es ja, wenn wir jetzt mit der Versiegelung starten. Ne? Das machen wir nochmal beiseite. Und ich werde natürlich nicht alle drei Briefe öffnen. Ich habe es ja letztens schon angekündigt. Das ist mir nachher einfach zu viel mit den Briefen. Es liegen auch schon wieder welche parat. Ich komme auch einfach nicht mehr hinterher. Ich werde mir nachher einen aussuchen. Ich glaube, ich habe schon Favoriten.
Und dann machen wir einen Brief nachher auf. Und für die anderen, die nicht geöffnet werden, seid nicht traurig. Ich lese natürlich trotzdem eure Briefe durch und freue mich auch, dass ihr mir geschrieben habt. Gar keine Frage. So, also, bei Bild Nummer 4. Also, hier ist so richtig Malheur passiert. Ich habe wirklich, super schlampig gearbeitet. Also ich habe mich bei den anderen Bildern einfach deutlich mehr konzentriert und ich werde mich jetzt beim fünften Teil auch wieder richtig krass konzentrieren, weil dieses Schief- und Krumm-Desaster habt ihr noch nicht gesehen. Mir ploppt wirklich ein Stein nach dem anderen raus. Und ich habe es dann, also hier unten war noch alles in Ordnung und hier irgendwie, ab hier oben fing das dann an, dass ich wirklich super, super schlecht gearbeitet habe. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ach, ist egal, ich gebe auf, weil ich habe ja die Versiegelung und die wird schon richten. Deswegen verlasse ich mich da jetzt mal drauf, dass es auch wirklich die Versiegelung dann tut. Und beim Pusteblumenbild war ich ja schon wirklich extrem zufrieden. Da hatte ich ja auch einige Ecken, wo halt immer Steine rausgeploppt sind. Aber hier ist jetzt wirklich die Katastrophe pur. Und hier liegen auch schon wieder Steine. Also sobald ich die Matte irgendwie anfasse, knallen wir wieder irgendwo Steine raus. Teilweise habe ich es halt so ungenau gelegt anscheinend, dass Lücken zu klein waren. Und ihr seht das hier auch überall. Da kommt was hoch und hier, da. Und ich glaube auch, also ich glaube, dass die Versiegelung da schlapp macht. Dass sie das nicht hinkriegt, beziehungsweise wenn ich jetzt mit dem Schwämmchen oben rüber wische, dass ich dann wirklich die Steine auch raushole. Ich kann gar nicht genau sagen, warum das alles so passiert ist. Also hier seht ihr, da ist auch wieder einer rausgefallen. Die da auch, oh je, das muss ich mir erstmal alles zusammensuchen. Und dabei habe ich die Matte gar nicht doll bewegt. Also so könnte ich das Bild jetzt definitiv nicht an die Wand hängen. Selbst wenn ich das in Rahmen packe, der Rahmen ist nicht so auf Spannung und drückt das so dicht zusammen, dass die halten würden. Hier seht ihr das auch. Also beim Pusteblumenbild hätte ich das schon vermutet, beziehungsweise hatte ich ja teilweise auch ohne Versiegelung im Proberahmen das Bild drin. Und da war das kein Problem, aber hier, also da muss die Versiegelung jetzt was bringen. Ansonsten bin ich enttäuscht, weil, ja, Punkt. So, also ich krame jetzt erstmal alles wieder raus, hole mir nochmal mein Stiftchen raus und dann muss ich erstmal die Lücken wieder füllen und dann klatschen wir mal die Versiegelung drauf. Und gucken uns das mal genau an, ob das klappt. Aber erstmal will ich das Ganze platt machen mit dem Nudelholz. Ne? Das habe ich euch ja schon mal als Lifehack gezeigt. Dass ich jetzt erstmal gucke, dass ich die ganzen Steine zusammengedrückt bekomme. Und halt mit diesem leichten Druck, den ich hier ausübe, schieben sich die ganzen Steinchen dann noch in die richtige Richtung. Also das ist wirklich ein mega toller Lifehack, das solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Damit könnt ihr schon einen ziemlich großen Schaden begradigen sozusagen. So, und jetzt hier oben nochmal über die Ecke. Man hört richtig, wie sich die reinknacken. So. Also das sieht schon mal richtig gut aus. So, prima. Und in der Tat, das sieht schon richtig gut aus. Nochmal nachgedrückt. So, hier auch. So, alles kriegt man natürlich nicht hin. Jetzt habe ich hier zum Beispiel auch, sieht man das noch? Hoffe, ihr seht das. Wo ist mein Finger? Wo ist mein Finger? Da. Hier. Die hier zum Beispiel, keine Chance, kriege ich nicht rein. Aber da sollte ja dann eigentlich die Versiegelung greifen und das hoffentlich richtig schön festhackern. Ja, gucken wir mal. Ich lasse mich überraschen. So, ich habe hier eben oben an der Ecke schon mal angefangen. Funktioniert schon mal tadellos. Also ich habe ja eben gesagt, nicht, dass da jetzt die ganzen Steine hochkommen. Aber nein, das sieht richtig gut aus. Und ich mache das genauso wie beim letzten Mal, richtig schön viel und nass und feucht. Also normalerweise reicht ja eine so eine Packung für 4 Bilder a 50 x 50 cm. Die Pusteblume war ja 50 x 50 cm und da habe ich auch schon, also meiner Meinung nach, ordentlich geaßt mit der Versiegelung. Also hier ist jetzt noch wirklich ziemlich viel, also über die Hälfte definitiv drin. Also vielleicht wird es bei mir jetzt nicht für ganz 4 Bilder reichen, aber für 3 auf jeden Fall. Und
Ja, ihr müsst ja nicht so rumasen wie ich. Ihr könnt ja auch ein bisschen sparsamer sein. Dann schafft ihr auf jeden Fall 4 Bilder zu versiegeln. So, übrigens würde mich auch interessieren, wer von euch hat denn sein Teenie-Schnick-Schnack-Diamond-Painting-Bild schon geliefert bekommen? Viele waren ja fix und haben wirklich sofort nach Erscheinen auch das Bild bestellt. Und das ist ja jetzt auch schon eigentlich so diese 12 bis 18 Werktage her. Ja, also schreibt mir gerne, wenn euer Motiv schon angekommen ist. Ich bin wirklich da ganz gespannt drauf, wer denn als erstes von euch eins von meinen Motiven in den Händen hält. Also ich bin es ja definitiv nicht, weil ich ja erst vor kurzem bestellt habe. Ich konnte mich ja nicht entscheiden, welches Motiv ich nehmen soll. Und das hat einfach ein bisschen länger gedauert. Und ich hatte jetzt ja auch ehrlich gesagt gar nicht so einen Zeitdruck, weil ich ja hier bei dem Motiv noch bei bin. Übrigens für alle, die nicht wissen, das Motiv, was ich gerade mache, ist die Kirschblütenallee von Picmondo. Es ist ein 5-teiliges XXL-Motiv. Deswegen, viele sagen immer, was ist denn das für ein komisches Format? Was soll denn das sein auf dem Bild? Man erkennt das natürlich erst, wenn das Bild komplett fertig ist oder wenn alle 5 Teile fertig sind. Dann erkennt man natürlich erst das komplette Motiv. Jetzt sieht es alles noch so ein bisschen krisselig aus, aber das macht dann ganz viel Sinn, wenn es nachher alles fertig nebeneinander liegt. So, und Mensch, ich bin ja hier schon ein richtiger Versiegelungsprofi. Zack, zack, ruckzuck geht das. Das muss auch 4 Stunden trocknen. Ich werde natürlich das Video jetzt auch so machen, dass ihr das Ergebnis in diesem Video auch noch sehen könnt. Also quasi nachher nochmal zum Ende des Videos auch einen kleinen Nachtrag machen und euch dann eben das fertige Ergebnis zeigen. So, das ging wirklich wieder ratzifatzi. Und das schwimmt auch richtig. Ne? Also ich habe da wirklich richtig schön viel drauf geditscht. Hoppala. Und hier ist immer noch richtig viel drin. Ich zeige euch das jetzt nochmal in einer Aufnahme. Da. Also das kann jetzt richtig schön, also das ist ja quasi im Grunde genommen der Kleber. Der kann jetzt richtig schön in jede Rille rein und sich dann optimal verteilen. Und dann habt ihr nachher den Effekt, dass die Steine wirklich bombenfest zusammenkleben. Klar, wenn die so in dem Kleber drin hängen. Aber guckt mal, hier habe ich noch eine Lücke entdeckt. Leider weiß ich jetzt nicht, welcher Stein da fehlt. Ich werde mal einfach einen aus dieser Farbe, aus der Farbreihe suchen und da noch reinklemmen. Und ja, also das werde ich euch dann später nochmal zeigen, wie das fertig aussieht. So, da habe ich mir noch ein Steinchen rausgesucht und das werden wir jetzt hier nochmal reinmachen. Zack. So. Vielleicht sollte ich auch noch mal genau drüber gucken, ob ich nicht noch irgendwo was übersehen habe. Hier zum Beispiel, da ist ein Stein zwischen, da habe ich das Gefühl, der passt da überhaupt nicht hin. Aber ich habe es noch mal nachkontrolliert, der soll da wirklich sein. Ne? Also ich weiß auch nicht, warum da die... Ach, guck mal hier, hier klebt einer dran. Mal gucken, wo der fehlt. Also haben wir doch einen mit hochgenommen hier. Ja, also ich weiß nicht, warum das so sein soll, aber ja, ich habe extra kontrolliert, die Farbe soll da wohl rein. Gut. Macht das alles so, wie Picmondo das sagt. Ja, und wo mag denn jetzt der andere hier fehlen? Na, da muss ich nochmal genauer suchen. In der Zwischenzeit möchte ich euch nochmal was anderes zeigen. Ich habe ja vorhin was von einem Must-Have-Merch erzählt. Und zwar gibt es jetzt für meine Hardcore-Schnieschner-Schnuckis unter euch auch die Möglichkeit, jetzt Merchandise zu erwerben. Und was genau zeige ich euch jetzt? Achso, erstmal vielleicht kurz zur Erklärung. Wenn ihr den Link sucht zu diesem Shop, dann drückt ihr einfach hier bei mir auf meinem TikTok-Profil auf diesen Link. Genau da. Und das mache ich jetzt einmal. Das lädt. Und dann kommt ihr direkt auf meinen Merch-Shop sozusagen. Und da gibt es jetzt schöne, schnucklige, Teenie-Schnick-Schnack-Sachen. Ja, vom Turnbeutel bis zu T-Shirts und schönen Hoodies. Alles mit dabei. Ihr könnt ganz viele verschiedene Farben auswählen. Das ist wirklich ganz toll. Ich finde den hier auch sehr schön. Und ich zeige euch das mal. Hier kann man auch die Größe auswählen. Hier eben nochmal die Farben. Richtig cool. Es gibt natürlich nicht nur für Damen und Herren, sondern auch für Kinder die passenden Klamotzen. Es gibt noch so eine Taschen und Basecaps und alles Mögliche. Also, wenn ihr Lust habt auf ein Teenie-Schnickschnack Must-Have, dann könnt ihr gerne mal hier in den Shop gehen und ein bisschen schnökern und stöbern und vielleicht findet ihr da was Schönes. Ist ja auch bald Kindertag, vielleicht habt ihr ja noch einen Wunsch. Und ganz neu ist gerade meine Sternzeichen-Slime-Reihe gestartet. Habe ich gerade das erste Video gepostet, gerade hochgeladen.
Und ich mache quasi Sternzeichen-Slimes. Und zum Schluss werde ich immer zwei zusammenmischen und gucken, ob die ein Match ergeben, ob die sich gut vertragen, ob die gut zusammenpassen, die Sternzeichen. Und das könnt ihr euch entweder hier bei mir auf TikTok angucken oder aber auch direkt auf YouTube. Da sieht das Ganze dann so aus. Da werde ich jetzt die nächsten Tage immer zwei Slimes vorstellen, die ich gemacht habe, und die dann zusammenmischen und in so kurzen Clips hochladen. Wir starten jetzt mit dem Schützen und dem Steinbock. Also wer sich jetzt gerade angesprochen fühlt, der guckt mal bei mir auf YouTube vorbei. Da könnt ihr mal gucken, ob euer Sternzeichen dann schon dabei ist. Und wenn nicht, wartet ihr ein paar Tage. Ich werde alle Sternzeichen machen. Definitiv. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem letzten Teil von meinem fünfteiligen Motiv. Und ich werde bestimmt auch wieder traurig sein, wenn das Ganze fertig ist. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange ich da dran gesessen habe. Haben wir denn eigentlich schon die Steinzahl durchgekaut? Sozusagen durchgekaut? Haben wir darüber schon geredet, wie viele Steine wir jetzt hier schon verklebt haben? Wollte ich eigentlich. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das... Vielleicht habe ich es im 17. Teil schon erwähnt. Dann, Entschuldigung, dann habe ich mich jetzt wiederholt. Aber ich muss mal kurz auf meinen schlauen Zettel gucken. Nö, weiß ich nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben. Auf jeden Fall kann ich aber sagen, dass ich für die ersten beiden Teile, die ja die kleineren Teile waren, insgesamt 22.000 Steine verklebt habe. Und jetzt bei dem mittleren, den größten Teil, waren es 17.600. Also sind wir jetzt bei quasi 39.600 Steinen. Da ist aber die Matte, die ich eben gerade versiegelt habe, noch nicht mit eingerechnet und die hier auch nicht. Das müsste ich nachher nochmal alles zusammenrechnen. Und... aber ich glaube, das wird wahrscheinlich wieder so sein, dass ich euch das erst wieder im nächsten Diamond Painting Teil erzähle, weil dann sind wir schon wieder ein bisschen weiter. Nee, das sage ich dann, wenn ich komplett fertig bin. Dann können wir darüber sprechen, wie viele Steine ich denn insgesamt für dieses komplette XXL-Bild verklebt habe. Das ist, glaube ich, ein bisschen, ja, wir lassen es noch ein bisschen spannend. Wir lassen das noch ein bisschen spannend. Gut, habe ich mich jetzt entschieden. So, dann muss ich gleich noch was raussuchen. Ich habe ja im letzten Tagebuchteil erzählt, dass ich das Gefühl habe, dass mein Stift langsam an seine Grenzen kommt. Also das ist immer noch der allererste Stift. Den habe ich schon beim Pusteblumenbild benutzt. Den habe ich jetzt bei den letzten kompletten Teilen benutzt und will ihn auch eigentlich noch bis zum Schluss nehmen. Ich könnte ihn austauschen. Ich habe ja die neuen auch hier. Aber ich weiß nicht warum. Ich kann mich irgendwie nicht trennen. Und... da hat eine aufmerksame Zuschauerin gemeint, das liegt daran, dass ich... Schade, dass ihr jetzt den Fokus hier nicht reinkriegt. Wartet mal. Das liegt daran, dass... Nee, geht nicht. Schade. Die Spitze mal sauber gemacht werden müsste. Habe ich ja noch nie gemacht. Viele haben mir gefragt, ja, muss man das Wachs da rausmachen? Und da habe ich gedacht, nö, muss man nicht. Man kann einfach so weiterarbeiten. Aber anscheinend nach gefühlt 100.000 Steinen sollte man das dann doch machen. Und ich würde euch das gerne zeigen. Wartet mal, vielleicht kriege ich das doch nochmal fokussiert. Komm, mach. Nun habe ich schon ein 11er iPhone und kriege das trotzdem nicht gebacken, dass man hier vernünftige Videoaufnahmen macht. Naja, jedenfalls schade. Jedenfalls hier vorne ist schon ein bisschen Wachs so hochgepopelt. Und den Rest, den werde ich jetzt mal mit einer spitzen Nadel hier rausfriemeln. Und dann kann ich den direkten Vergleich machen und gucken, ob der dann besser funktioniert. So, habe ich hier so ein... Au! Ich mache das nur mal so und halte das hier so ein bisschen fest, damit ich nicht den ganzen Faden hier rauskram. Oh, das ist nicht... Das ärgert mich, dass ihr das nicht sehen könnt. Das ist hier nicht mein Standard. Also geht nicht so leicht, wie ich dachte. Ich schiebe das eigentlich alles mehr nach hinten rein. Basteltini. Jetzt habe ich die Spitze hier vorne abgemacht vom Stift. Wollte jetzt das Wachs nach vorne rausdrücken. Jetzt ist mir die komplette Mine rausgefallen. Ich hoffe, ich kriege das wieder komplett zusammengebaut. Und guck mal, jetzt fokussiert er auch. Ja, keine Ahnung, da war wohl irgendwas falsch eingestellt gerade. So, tja. Jetzt ist die Frage, ob ich das wieder vernünftig zusammengebaut kriege hier. So. Klebt mir alles unter den Finger. Da hängt echt viel drin. Ich habe das wirklich noch nie sauber gemacht. Die Richtung. Aua! Au, 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 au. Ist auch gefährlich, was ich hier mache, Leute. Macht das nicht zu Hause nach. Und schon mal gar nicht hier so mit einem Auge durch die Kamera und mit einem Auge an der Kamera vorbei. Und ich versuche es noch ein bisschen weiter.
Also, die Spitze ist wieder picobello sauber, aber dafür klebt jetzt der ganze Quark hier hinten drin. Das habe ich leider nicht abgekriegt. Ich hätte jetzt auch heißes Wasser nehmen können, aber ich habe irgendwie Angst, dass dann zu viel Wasser da in der Spitze hängen bleibt und das irgendwie nicht richtig trocknet und ich dann jetzt nicht weiterarbeiten kann. Und deswegen lasse ich das jetzt mal so, wie es ist. Es ist ja auch okay so jetzt. So. Und ja, dann fange ich auch gleich direkt wieder mit meinem Bildchen an. Zeitraffer ist ja leider kaputt, geht ja nicht mehr. Ich kann höchstens versuchen, das einfach jetzt minutenlang laufen zu lassen und dann später in meiner InShot-App, mit der ich ja meine ganzen Videos immer bearbeite, das eben dann schneller durchlaufen zu lassen, das Video. Da hat man ja auch die Möglichkeit zu. Und na, das funktioniert ja hier schon super, wie ich hier die Folie abmache. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Mal gucken, wie wir das so machen. Oder ob wir jetzt bloß ein, zwei Steinchen so setzen und dabei ein bisschen quatschen. Könnten wir eigentlich auch machen, wenn ich euch hier wieder oben rauflege. Ja, machen wir so, ne? Ihr wollt ja eh mehr quatschen. Oder das wäre mal, könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben, ob ihr in den Videos lieber mehr von mir Gequatsche hören möchtet oder auch lieber gerne Zeitraffer. Dann, selbst wenn die Zeitrafferfunktion ja nicht ganz funktioniert, wie gesagt, die andere Möglichkeit wäre ja gegeben, das einfach normal zu filmen und dann zu beschleunigen. Das könnt ihr mir gerne mal reinschreiben. Oh, dann habe ich euch mal wieder ein bisschen dichter geholt und bin eben nochmal die Fragen durchgegangen unter dem letzten Diamond Painting Video und habe da noch so ein paar interessante Sachen rausgelesen. Und zwar, so, ich starte jetzt übrigens mit der 7. Falls irgendjemand interessiert. ach ja, da muss ich ja wieder final hier neu ins Wachs knibbeln. So viel Wachs ist übrigens noch übrig. Ja, ihr seht, also es reicht wirklich für komplett alle Bilder. Dann war noch eine Frage, ob man das Bild einrollen kann, wenn Steine drauf sind. Das habe ich ja schon öfters mal beantwortet. Ehrlich gesagt, ja, aber ich traue mich nicht. Also ich habe schon mal bei anderen gesehen, die das gemacht haben. Ich selber habe schon mal so ein bisschen ausprobiert. Es ging auch, aber ich war nicht mutig genug, das einfach mal richtig komplett zusammenzurollen und so zu lassen, weil ich einfach Angst hatte, dass dann Steine rausfallen und ich dann nicht mehr weiß, welche Steinchen wo rein muss. Deswegen habe ich das sein gelassen. Ich habe euch ja diesen Lifehack gezeigt mit dem Kleiderbügel. Wie man das Bild eben auch gut aufbewahren kann. Es gibt so eine Hosenkleiderbügel, die haben links und rechts so eine Clips dran. Und damit könnt ihr einfach euer Bild festklippen und das einfach irgendwo zur Seite hängen, wenn euch das im Weg liegt. Das ist super platzsparend und dadurch, dass ja dieser Rand hier an der Seite dran ist, klippt ihr ja den Clip auch nicht auf euer Bild, sondern wirklich nur an den Rand. Und da kann nichts kaputt gehen und das hält alles gut. Und so könnt ihr das ganz vorsichtig beiseite hängen. Also ich bin jetzt nicht so ein Freund vom Zusammenrollen. Aber ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das immer so macht, ob ihr das zusammenrollt und damit gute Erfahrungen gemacht habt oder eben auch schlechte. Da würde mich auch mal euer Feedback interessieren. Und vielleicht habt ihr da schon ein bisschen mehr Erfahrung gemacht als ich. Ja, also ich bin dann doch lieber Team Kleiderbügel. Und wer jetzt nicht weiß, was für ein Kleiderbügel ich meine, dann müsst ihr noch mal ein paar Diamond Painting Tagebücher vorher gucken. Irgendwo gibt es da den Zusatz Lifehack und da zeige ich euch das mit dem Kleiderbügel. Allgemein solltet ihr, wenn euch das Thema interessiert, unbedingt auch meine ganzen anderen Videos gucken. Ne? Das ist natürlich klar. Machen wir mal mit was Schönem weiter. Und zwar Zuschauerpost. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich diesen Brief hier öffnen möchte. Und zwar ist der von der Christina. Ich muss gucken, dass ich wieder nicht hier aus Versehen die Adresse zeige. Von der Christina. Oh, da sind aber viele Sachen drin. Da muss ich die Kamera etwas höher stellen. Oh, das ist ja ein richtiges Paket hier. Wartet mal. Ist ein bisschen jetzt komisch so vom Winkel her hier. Aber ich denke, das wird gehen. Das nochmal beiseite. So, mal gucken. Ach so, dann nicht. Ach, Bild beiseite, sonst klebe ich hier fest. So, oh, was haben wir denn hier Tolles? Das ist ja interessant. Wow, ist ja ein richtiges Überraschungspaket. Christina, mega. Wo soll ich denn jetzt hier anfangen? Also,
bitte in einem Diamond Painting Tagebuch öffnen. Das habe ich gemacht. Ich hoffe, hier sind keine sensiblen Daten drin. Ich muss erst mal ganz kurz gucken. Nein, also, wow. Liebe Tini, ich hoffe, dir geht's gut. Ich liebe deine Videos und du bist ein sehr großes Vorbild für mich. Danke, dass du mich dazu inspiriert hast, mit Diamond Painting anzufangen. Bleib so, wie du bist. Lieben Gruß, Christina. Vielen lieben Dank. Sehr süß. Und da hast du dir ganz viel Mühe gegeben, hast mir noch ein Herz geklebt. Und hier ist noch ein kleiner Diamant vom Diamond Painting. Auch nochmal dein TikTok-Name. Und das Papier ist ja auch wirklich mega. Richtig neongrün. Cool, cool. So, und was hast du mir hier noch Schönes gebastelt? Ich habe gedacht, hier kommt vielleicht noch eine kleine Beschreibung. Also gucken wir erstmal hier rein. Das soll, glaube ich, auch ein kleiner Diamant sein. Oh, wie schön. Ein Herz. Das ist ja toll geworden. Das hast du mit Farbe getuscht. Sehr hübsch. Dankeschön. Und hier ist noch was Kleines. Ein Schlüsselanhänger? Boah, mega! Slime-Teenie, der ist ja geil. Vielen Dank. Also den werde ich mir auch auf jeden Fall an meinen Schlüsselbund tackern. Versprochen. Richtig cool. Dankeschön. Oh, ich glaube, ich muss noch mal ein TikTok-Video machen von der ganzen Fanpost. Ihr macht ja so tolle, süße Sachen hier. So, und für ans Fenster. Das heißt, das muss ich hier mal... Oh, das ist hier schon festgeklebt, leider. Muss ich mal gucken, ob ich das noch ordentlich abkriege. Und dann hast du mir einmal die Teenie-Schnickschnack komplett als Fensterbild gemacht. Richtig cool. Vielen lieben Dank, liebe Christina. Richtig süß. Oh. Ja, wisst ihr was? Ich werde nochmal einen TikTok drehen und meine ganze Fanpost zeigen. Das ist so niedlich, das muss ich jetzt unbedingt noch mit allen von euch teilen. Wirklich, ganz, ganz lieben Dank. Ich packe das nochmal zur Seite. Da sind ja hier noch zwei Briefe. Und die werde ich dann auch in dem TikTok aufmachen. Und ja, oh, ich freue mich. Dankeschön. So, dann ist wieder Zeit für eine kleine Grußrunde. Ihr wisst ja, ne, traditionell immer nochmal Grüße raus. Und zwar, Grüße gehen an Janina, an Jasmin, an Fiona, an Noralie, an die Kira, Valentina, an die Franzi, an die Lea, Tini, Lilly und Jenny. Dann noch die Tiara und Maya. Und Grüße gehen auch nochmal an Lena. Das war die, die mir den Tipp gegeben hat, mit dem Stift sauber machen. Hier. Ja, also auch nochmal viele liebe Grüße an die Lena. Dankeschön für den Tipp. Ich konnte jetzt noch nicht genau sagen, ob es wirklich besser funktioniert oder nicht. Das wird sich nachher ergeben mit der Zeit, ob man das besser pickeln kann. Aber da werde ich auf jeden Fall auch nochmal drüber berichten. So, jetzt mache ich mir erstmal was zum Mittagessen und warte, dass die 4 Stunden um sind für das versiegelte Bild. Also jetzt ist ja ungefähr schon so eine halbe Stunde vergangen und es ist schon deutlich eingezogen. Aber es, wie gesagt, es dauert 4 Stunden, bis es komplett eingezogen ist und getrocknet ist. Und so lange müssen wir auch noch warten. Den Nachtrag kriegt ihr nachher noch. Und ja, ich mache jetzt erstmal eine kleine Mittagspause. Dann gucke ich mal, ob ich vielleicht noch ein bisschen bei dem Bild weitermache in der Zwischenzeit und melde mich dann später nochmal. Oh, Rabimmel, Rabammel, Rabum. 4 Stunden sind um. Das Ganze ist getrocknet. Ihr seht, es ist richtig schön komplett eingezogen. Und was soll ich euch sagen? Hart wie Brett, klebt wie Beton, da fällt nichts mehr ab. Das ist so cool, das Zeug. Also ich kann hier richtig diese Matte knicken und ihr seht, da kommt nichts mehr raus, da ploppt nichts mehr hoch. Richtig, richtig geil. Also, wieder mal den Test bestanden. Pigmondo, bestes Zeug, Diamond Painting Versiegelung. Ist jetzt übrigens im Shop auch wieder erhältlich und habe ich aber auch, glaube ich, im letzten Video schon gesagt. Ja, wenn ihr das auch bestellen wollt, ich glaube 12,79 € kostet es aktuell. Und ihr könnt gerne meinen Rabattcode benutzen und 10% sparen. Den kennt ihr ja, Tini10. Ich blende euch den natürlich wie immer nochmal ein. Und ihr könnt auch gerne mal den Pigmondo-Account auf TikTok besuchen. Auch den findet ihr bei mir hier unter dem Video in der Infobox. www.pigmondo.de heißt da genauso wie die Website. Da kriegt ihr auch immer ganz viel Lifehacks und sowas alles.
Und ja, also ich freue mich tierisch. Krasse Sache. Also dafür, dass das wirklich richtig heftig schlimm aussah, ist das Ganze jetzt richtig schön festgetackert. Richtig cool. Ja, ja, in diesem Sinne sind wir auch durch mit dem Video für heute. Ich wünsche euch viel Spaß mit euren Bildern, wie immer. Stalkt gerne meine ganzen anderen Kanäle. Hier auf YouTube ist ja auch wieder was mit Sternzeichenschleim rausgekommen. Das hatte ich aber vorhin schon alles erzählt. Und TikTok wisst ihr ja, Instagram ist jetzt gerade eine Verlosung am Start. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video seht. Dann könnte die Verlosung natürlich auch schon wieder zu Ende sein. Allerdings hat das nichts mit Big Mono zu tun, sondern da wird einmal Aquagills von Simba verlost. Das sind diese komischen kleinen Gilltierchen, die ich euch schon mal vorgestellt habe. Auch dazu gibt es ein Video hier auf YouTube. Ja, und jetzt, meine Lieben, mache ich Schluss. Genießt noch ein bisschen das Wetter draußen. Wir haben nämlich herrlichsten Sonnenschein und den will ich jetzt noch ein bisschen mitnehmen. Ja, ich wünsche euch ein schönes Pfingstwochenende und habt viel Spaß mit euren Bildern. Bis dann. Tschüss. Winken, bis der Arm abfällt.